Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Arsch. Wir werden hier schnell und fix die Reste arbeiten, abarbeiten. Das ist ja nicht viel, aber wir sind noch gerade, was drin ist, ne? Und dann mal hier vorne, die Ecke kommt nicht rein. Und dann geht es gleich rüber zum Feld Nummer 21. Wir müssen ganz kurz Schneidwerk abkuppeln. Und zwar B, X und wieder V und Hu und weg bist du. Oder so ähnlich. So, Rohr einfahren. Und unser Abfahrer noch wieder kommt. Oder steht er irgendwo im Stau? Ja, Hafer hat auch noch geerdet ein bisschen, ne? Hafer so. Aber wie gesagt, das Feld, da würde ich so flügen müssen, da würde ich gar nicht lange rumfackeln. Mit Stroh, ich habe so viel Stroh, das reicht dann aus. Also ich kann keins mehr sehen. Könnt ihr noch Stroh sehen? Wir fahren mal Richtung Hof, laden mal die Gerste ins Lager, das geht ja auch über das Rohr direkt. Müssen ja kein LKW verfahren. Und dann geht es gleich los auf. Oh, da steht jemand. Da muss ein Grund für sein. Ah, ich habe einen zurückgeschickt. Ja, klar. Da geht halt los gleich auf Feld 21. Da steht auch noch. Der hat schon längst die 21 machen können. Dann haben wir reichlich Gerste und Weizen zur Verfügung für die Bierproduktion. Hopfen wird nicht reichen, davon gehe ich aus. Aber ich sag mal so, zum Anfang reicht es, wir werden zukaufen müssen, ja. Aber nächstes Jahr werden wir ein bisschen stärker auf Hopfen ansehen müssen, also größere Felder. Wirst dich im Grunde sparen. Ja, letzte Folge war ein bisschen zu lang. Ich habe die Zeit übersehen. War so im Rennen und so blabbern, ne? Und dann war vorbei die Zeit. Eine halbe Stunde. Mache ich normalerweise nicht. Eine halbe Stunde ist ganz schlecht für die Quote. Den Algorithmus. Und wenn ihr eine halbe Stunde gucken möchtet, und der Letzte, der sagt, er macht nicht, ne? Komm ja mal voran, ne? Unser Kalkfahrer, du bist da, du musst doch Platz machen, Junge. Da muss ich mir einen anderen Punkt aussuchen, also programmieren. Wo er stehen bleiben darf. Aber merk. Kalken müssen wir erstmal nicht. Wahrscheinlich auf Feld Nummer 50. Aber ist nicht gesagt, dass es so ist. Ich habe noch nicht gesehen. So, gehen wir rüber auf Feld 21. So, jetzt wird es äußerst knapp, äußerst eng. Da auch noch Stroh zu liegen. Das Stroh müsste ich alles vom Regen wegkriegen. Und ist die Arbeit umsonst. So, und? Wenn wir gleich hier vorne beginnen. Ja, da machen wir Stroh jetzt weg, das ist mir jetzt so. Ja, wir werden jetzt mal sehen. Kursgenerierung, hier machen wir auch zwei Punkte. Zwei
und geht schon. Zurück und einstellen. Wie gesagt, das machen wir jetzt. Ey. Entlassen. Komma. Und fährt er wieder zurück. Macht er wieder Stroh? Mal gucken, was steht hier. Kann sein, dass was Neues ist. Bin mir nicht ganz sicher. Na egal, das liegen wir unter. Ja, das ist ungünstig. Hat bis jetzt gut geklappt, ne? Und jetzt? Nö. Soll nicht sein, ne? Ich kann noch nicht selber wegfahren, das ist ganz blöd, weil er die Frucht zerstören würde. Muss ich drumherum fahren, in der Hoffnung, dass er abhaut, ne? Macht er auch nicht. Letzten Meter Probleme. Gar nichts drin. Ja, nichts drin, da kommt auch nichts raus, ne? Dieser Hafer bringt nicht so viel. Erstmal das und zweitens zugekauft. Es war nicht 100%ig gedüngt und dadurch können wir löschen. Ich habe hier nicht vor, jetzt groß Stroh zu fahren, also 12 ist das letzte Feld, wo ich das groß pressen werde, die anderen nachher. Ignorieren wir mal ein bisschen. Ich glaube, den muss ich wegschieben. Das funktioniert. Nachhelfen, ne? Normalerweise geht's nicht. Wird sich alles verbeulen, also. Aber wir wollen ja hier den Rest auch noch mitnehmen und nicht groß einsteigen. Und fertig. Rohr raus. Den letzten Kubikmeter auch raus und dann ist erledigt. Dann kann er zurück zum Hof. Machen wir dann gleich, ne? Wo das können wir auch machen, wenn Regen fällt, ne? Wir müssen unser Stroh wegkriegen. So, Motor starten, wieder ausgegangen, ne? Ja. Jo, 9, 9. Halt mal aufpassen. Ich wünsche euch alle schönen Sonntag, ne? Auch ihr habt die Woche gut geschafft bis heute. Ich auch, hoffe ich mal, ne? Ich glaube, mein Kollege nächste Woche da ist. Dass ich ausschlafen kann an der Spätschicht und ich aufstehen muss. Ja, nächste Woche ist so Frühschicht, von daher ist es da nicht ganz so tragisch. Bleibt mir eh nichts anderes übrig, als zur Arbeit zu fahren, ne? Früh. Ich fahre ja gerne zur Arbeit. Das war neulich ein Witz, da musste ich ja lachen.
Darf ich gar nicht so erzählen hier. Und Fips Asmus, und da muss ich mal zitieren. Zitieren darf ich ja. Also Witz erzählen ist das eine, aber zitieren ist noch besser. Also ich fahre ja gern zur Arbeit und ich fahre auch gern dazwischen, auch gern zurück. Aber die Zeit dazwischen ist so lange. Ich meine, es gibt Tage, da ist es so, ne? Aber ich sag mal so, leider ohne Arbeit geht's nicht. Mit Arbeit, ja gut, wie gesagt, ganz ohne, machen wir nichts vor, da könnte ich mir dieses Hobby nicht leisten. Nicht wegen YouTube, aber wegen dem Spiel an sich, also computertechnisch und so. Ich möchte im Grunde nicht mehr so wie früher, also naja, ich sag mal so, ihr könnt es ja nicht sehen, aber die Entwicklung, die ich mal gemacht habe, der erste Computer, ein Pentium, Festplatte so klein, ein Spiel passte drauf, Anno 1600 und was 10 oder so, weiß ich gar nicht mehr genau. Jedenfalls ein Spiel, muss ich entscheiden, ob ich nur ein oder andere Spiele. Also habe ich bei Anno ein Jahr durchgespielt, alle Missionen erledigt, Endlosspiel, also mit dran. Ja, Monitor habe ich gehabt, Röhrenmonitor. Der erste war ja gebraucht. Junge, ich überlege, so 14 Zoll, oh nein. Was macht man da nicht alles, ne? Und da habe ich mir überlegt, Mensch, dann habe ich so ein Werbeangebot gesehen, so eine, ein Monitor Lupe, der einen 14 Zoll Monitor auf 17 Zoll macht. Du, das war eine, wenn man heute überlegt, gar nicht so blöd. Oder es war richtig gut. Ein Monitor hat viel Geld gekostet damals, also mehr wie heute. Und jedenfalls war das eine gute Zwischenlösung. Dann habe ich mir irgendwann mal ein Display gekauft. So einen kleinen 17 Zöller. TFT, wie den hieß damals, weiß ich genau. Jedenfalls, ja, ging eine Weile. Und dann, Mensch, so einen kleinen Monitor, ne? Kaufst dir einen 19 Zöller Röhrenmonitor. Da muss man so sagen, der hat ein schönes Bild gehabt, war sehr schön. Und da ging es dann schlagartig hoch, ne? Auf 27 nachher, ne? Zoll. Das war lange Zeit das Größte. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ja, ist zu klein alles, ne? Wie es halt so ist. Dann habe ich mir ja ein 28 Zoll, mein Glück, von 27 Zoll auf 28 Zoll ist keine Größenentwicklung. Aber das war damals den größten, den ich beim Mediamarkt gesehen habe. Ich muss dazu sagen, Mediamarkt war damals fast die einzige Quelle, die ich mir gekauft habe. Und seitdem ich hier online gucke und so, sehe ich so, es gibt noch viel andere. Also das Angebot beim Mediamarkt ist ja im Laden bei weitem nicht so groß, als wenn du online guckst. Ne? Ja, logisch, so viel könnt ihr gar nicht reinstellen, wie es gibt. Jedenfalls bin ich heute angekommen bei 43 Zoll, ne? Muss ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt einen anderen kaufen würde mit 55, was auch schon gibt theoretisch, dann müsste mir einer mit der Zange irgendwo kneifen, ne? Und sagen, halt stopp, geht nicht. Das ist auch eine Frage des Preises, ne? Also ich will den Preis hier nicht nennen. Teuer, weit nur teuer. Weil das ist ja kein Monitor in dem Sinne wie wie viele so kennen, sondern ist eher ein anderer mit ich sag mal ganz vorsichtig mit hoher Qualität. Mit Ausstattung her extrem. Weil ich bei Seven nicht so die gesehen habe, oh, das die Grafik, die Reaktionsgeschwindigkeit des Monitors könnte etwas schneller sein und darum habe ich da richtig tief in die Tasche gegriffen, kann man sagen, und dann richtig was zugelangt. Also würde ich heute sagen, okay, ja, für LS ist das nicht notwendig, aber für Seven nicht so die schon. Ja, ob man es haben muss oder nicht, ist die andere Frage, ne? Jedenfalls
Oh, fertig. Ja. Würde ich mir heute keinen mehr dazu kaufen. Dann müsste der hier die Hufe hochreißen. Hoffe ich mal nicht. Würde ich aber eher für den ersten den alten verwenden, ne? Ist auch nur den alten. Alt ja, aber nicht nicht schlecht, kann man sagen. Wird manch einer von träumen von so einem großen Gerät. Alt. Ist auch nicht kleiner. Aber ich behalte ihn erstmal, ne? Man kann sowas nicht wegwerfen. Das ist ja fast ein kleiner Fernseher. Was ich aktuell gucke und schaue, ist nach einem neuen Computer mit der 3090 Grafikkarte. Ne? Also das ist das nächste, was ich mir so vorstelle. Aber aktuell ist es haben die nicht das, was ich haben will, sag mal so, ne? Oder beziehungsweise die liefern nicht so den Preis. Also also ich habe hier ein mal gesehen. Oh ja, das hat gepasst. Ne? Also vom Preis, ja, teuer, aber und dieselbe Ausstattung für Österreich, so eine hat locker 1500 Euro mehr. Und da sage ich mir, nee, das tust du nicht an. Dann muss ich warten, bis es irgendwo woanders vergleichbare Preise gibt, wo ich sagen kann, oder das ist gerechtfertigt, oder ich sag mal so, dann warte ich halt, ne? So, den machen wir noch voll. Entlassen brauchen wir das hier nicht, das ist ja jetzt Quatsch, das ist ja jetzt so ohne her. Durchdrehende Reifen. Das ist bestimmt hier auf der 21. Habe ich auch keinen Abfahrer eingestellt, ne? Naja, gut, okay. Heute ist das nicht mehr so tragisch. Heute haben wir es geschafft. Sag mal so, ne? Ja, ich jedenfalls. Für die Marsch, ne? Jedenfalls, ne? Thüringen will noch gemacht werden, aber ich schau mal heute Abend oder heute späten Abend. Jetzt mache ich mal eine Pause, wo ich mir einen Kuchen holen oder Keks oder sowas. Einen kleinen Hunger. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Sag mal schön Dank fürs Reinschauen. Normale Folge, normale Länge. Ne? Dann sag mal tschüss, ciao. Morgen nicht. Morgen mal schauen, Restarbeiten und dann sehen, dass wir nachher Ja, Gras machen wahrscheinlich oder hier schon mal die Aussaat vorbereiten, ne? Mal tschüss und wir winke, bis denne und tschüss. Und schönen Dank fürs Reinschauen.